Hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play Nearwood. Das Hauptspiel haben wir beendet, aber es gibt natürlich noch ein Bonuskapitel. Ich denke, das wird nicht ganz so lang sein, aber wir spielen es trotzdem und ich wünsche euch viel Spaß. Einige Jahre später, irgendwo im Amazonasgebiet. Hey Alex, we're going to need to catalog these masks we found. Jane, you have to see this. Oh, this is wonderful. Jane! Nein! What's happening? What is that? Ein Portal in eine andere Welt. Und wir müssen also Frey befreien in diesem Bonuskapitel, wenn ich das hier richtig sehe. I was coming to see you. Jane, something strange. I'm cold. The winter. Oh, so cold. Oh, hold on, Faye. Let me look for something to warm you up. Okay. Da war die Jane also gerade schön im Amazonasgebiet, wollte ein bisschen Urlaub machen, ein bisschen relaxen und was ist? Es gibt wieder Stress. Er friert. Ich sollte etwas finden, worin ich ihn einpacken kann. Hört mal, wie süß die Zähne klappern. Hört sich zumindest so an. So, was haben wir hier? Hier fehlt ein Hebel. Ah, okay. Oh, und wir haben wieder einen kleinen süßen Hamster. Oh, the poor creature. The burrow is snowed in and now it can't go back inside. Oh, muss es auch erfrieren? Oh. Hier fehlen zwei Hüte. Zwei Hüte fehlen hier. Okay. Jetzt muss ich also auch noch Hüte sammeln. Ja, okay. Gut. Hierhin können wir nicht. Oh, Snoopsy! Ach, wie cool. Vielleicht kriegen wir dann doch noch ein paar Seiten zusammen und können noch ein bisschen was über die Snoopsys lesen. Ja, ich gehe jetzt erstmal hier oben hin. Snoopsy! Oh, mit Wintermütze, wie süß. Da ist auch noch einer. Und da auch. Oh. Vögelchen. Oh, was haben wir hier? Für dieses Schloss brauche ich ein vogelförmiges Objekt. Oh, aber eine Schaufel ist auch schon mal gut. Vielleicht können wir damit einen Hut ausbuddeln oder so. Hier war mal eine Hängebrücke. Ob ich dies irgendwie reparieren kann? Ja, bestimmt, Jane. Du kannst doch alles. Was ist hier? Hm, verschlossen. Eine Decke. Ach, damit können wir den Faye ein bisschen wärmen, oder? Faye, what was that thing? Thank you, Jane. I was so cold. I was beginning to think that those icy hands would never let go. I don't know what that was. I was coming over to tell you about something unusual that's been happening. Well, you can see for yourself now it's winter all across Nearwood. I have lived here for hundreds of years, and not once have I seen snow in these parts. We should find out what's going on. Okay. Es schneit in Nearwood. So, eine Schaufel, damit können wir doch bestimmt den Bau hier freilegen. Oh, wie traurig er schaut, ne? So. Schaufel mit Schnee. Oh, und er klettert rein. Bekommen wir dafür was Tolles? Ein Hut. Das ist gut. Ich bin froh, dass dieses kleine Ding wieder nach Hause gefunden hat. Okay. Eine Schaufel mit Schnee. Moment. Achso, das ist nur der Bau. Okay. Was sagt denn eigentlich die Karte? Mich würde mal interessieren. Ja gut, so groß ist es hier nicht. Ach süß, eine Schnecke. Gut. Achso, das war das hier. Da kann der Schnee wahrscheinlich nicht viel helfen. Advisor Faye.
Young Jane Lockwood. I've heard so much about you. Let me introduce myself. I am Wart. I'm afraid there's not many of us here. Almost everyone left the village, looking for a warm place to settle. My family was the only one that stayed behind. Why didn't you leave too? We just couldn't leave. Our home, our garden, our farm animals. They're all here. And then this ice dust just came falling down, and suddenly everything was covered in white. And it's getting colder every day. Unless something changes for the better, we'll have to leave here and find a new home. If we can even find one. Oh, how rude of me. Please, come in. Oh, wie süß der ist, diese rote Nase. Voll putzig. Trotz aller Widrigkeiten entschied er sich zu bleiben. Ah, hier kann ich jetzt rein. Everything is covered in snow. It won't take long before the crops are lost. We need to help Wad's family and find out what happened. Aber natürlich, das werden wir tun. Stupsi! Und ein paar Möhren. Ein Traumfänger. Oh, eine... Ein Hut und eine Feuerstelle. Dieses Feuer verwenden sie zum Kochen. Hehe, wir machen es mal aus. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Ich hoffe, es macht ihm nichts aus, wenn ich mich ein wenig umsehe. Nö. Noch ein Snoopsy vielleicht irgendwo hier zwischen den Rüben oder Karotten. Nee. What a huge snail. I wonder what they eat. Look at that flowing fur. Does it need grooming? Wie geil ist das bitte? Diese riesige Schnecke ist im Weg. Sie sieht hungrig aus und ihr Fell ganz zerzaust. Möchtest du eine Karotte? Snoopsy! Hey! Okay. Hat uns das jetzt nur den Snoopsy gebracht? Scheint schon eingefroren. Okay, brauchen wir bestimmt Salz oder so. Achso. Gut. War das echt nur für den Snoopsy? Oder können wir vielleicht später noch an die Truhe? Das Fell der Schnecke ist ganz zerzaust. Vielleicht brauchen wir eine besondere Schneckenbürste, um dieses Fell zu entwirren. Aber jetzt setzen wir erstmal die Hüte hier ein. Und es folgt ein Minispiel. Ich bin gespannt. Diese Hutsammlung braucht etwas mehr Vielfalt. Stelle sicher, dass gleichfarbige oder gleichartige Hüte niemals nebeneinander liegen. Ein Hut leuchtet auf, wenn er an einer passenden Stelle liegt. Gleichfarbige oder gleichartige niemals nebeneinander. Okay, das heißt, den könnten wir dahin packen und dann bräuchten wir noch einen grünen. Der hier passt nicht. Ach so, deswegen. Okay, klar. So, dann packen wir jetzt hier einfach mal einen blauen hin. Oder geht diagonal auch nicht? Das weiß ich natürlich nicht. Dann schnappen wir uns den hier. Das geht nicht. Nehmen wir lieber den. Und dann könnten wir einen roten nehmen, eventuell diesen hier. Okay. Obwohl, nein, den hier. Dann einen... Warum geht der nicht? Ist das der gleiche wie der hier unten? Ja, das war der gleiche. Okay, die Reihe wäre jetzt auch schon fertig. Dann legen wir da mal den grünen hin. Und... blauen nicht. Nee, den blauen dahin. Achso, das sind die gleichen. Okay, das wären auch die gleichen. Dann könnten wir den dorthin legen, müssen aber dann den hier ändern. Zum Beispiel in diesen hier. Und haben dann einen pinken. Einen pinken.
Den können wir nicht nehmen. Aber wir könnten den hier hinlegen und den dahin. Ah, dann passt der wieder nicht. Dann passt der rote nicht. Also eigentlich müsste man ja nur darauf achten, dass man tatsächlich jeden Hut und jede Farbe einmal in der Reihe hat. Und hier haben wir jetzt schon dreimal pink. Pass mal auf, dann nehmen wir den pinken. Setzen da einfach mal den hin. Dann gehe ich jetzt doch Reihe um Reihe weiter. Dann könnten wir... Nein, den dahin. Geht nicht, weil grün und grün. Ach so, dann setzen wir den grün einfach dahin. Und bräuchten jetzt hier... Was fehlt denn noch in der Reihe? Ein roter. Dieser hier, das passt. Die beiden... Ah, jetzt passen die beiden wieder nicht. Wenn ich die tausche, geht das auch nicht. Wenn ich da einfach einen pinken hinsetze, gut, dann haben wir aber in der Reihe keinen grünen. Vielleicht ist das aber gar nicht schlimm. Ich packe jetzt mal den blauen dahin. Dann den türkisen dahin. Und den dahin. Und dann passen... Moment, welche beiden passen nicht? Die beiden hier. Okay, wenn wir den türkisen als Beispiel mit dem hier tauschen, dann passt es aufgrund dessen nicht. Okay, wenn wir den pinken tauschen, mit dem geht es nicht. Mit dem geht es auch nicht. Nee, das geht tatsächlich nicht. Wir brauchen in jeder Reihe eine Farbe einmal und haben jetzt hier... Wo ist denn... Ach, da ist noch ein zweiter roter. Es fehlt denn da oben grün, ne? Nee. Pink fehlt da oben. Pink! So, dann haben wir es doch. Sehr schön. Das lustige Huträtsel. Ein Kamm. Ach, das war's schon. Ein Kamm für unsere Lieblingsschnecke mit dem lustigen Bart. Ja, sieht jetzt natürlich ganz anders aus, die Schnecke. Erkennt man ja. Und wir nehmen uns einen Topf. Aha, wie man einen Tennisschläger zusammenflickt? Oder was soll das sein? Mit dieser Anleitung kann ich Schneeschuhe anfertigen. Okay. Eine Schere. Vielleicht kann ich sie später noch gebrauchen. Okay, okay. Schublade können wir nicht öffnen. Form eines Hufeisens. Alles klar. Achso, das ist nur das hier. Okay. Snoopsi! Oh, sie schläft jetzt. Ach, wie süß. Sie befindet sich in einem tiefen Schlaf. Aha. Aha, wir haben Wasser. Wir haben heißes Wasser, kochendes Wasser. Und können damit das Eis hier schmelzen. Wer bist du denn? Der ist ja süß. So, ein Wimmelbild. Oh, schaut mal hier unten. Der ist ja süß. Was ist das? Ah, wie geil. So, Wimmelbild. Mensch, hier sieht alles so gleich aus. Aber es sind diese Holz... Ist das überhaupt Holz? Ja, ich denke schon. Diese Holzdinger, die wir brauchen. Wo haben wir noch eins? Was ist das hier? Ist das das Rad? Nee. Das Schneckenhaus? Ach, das Seil. Vielleicht? Jawohl. So, zwei brauchen wir noch. Da ist noch eins und da ist noch eins. Und wir haben eine Strickleiter. Strickleiter. Was habe ich denn vorhin gesagt, wo wir hoch müssen? Ach nee, die Brücke. Geht das damit? Ah, sehr schlau. Wie gut, dass die Jane das alles kann. Wow. The ocean, it's completely frozen. And look, there's a strange light coming from over there. Jane, something is wrong here. Watch out. Jane, that's an ice guardian. Oh, they're here again. I know what's going on.
Oh! The shell has been breached! He's back! But that's impossible! Who? Who are you talking about? Once upon a time, the Keepers created a being out of the four elements and gave it the power to control them. Killip. He would control the weather. He'd make sure the seasons came and went. Oh, everything was wonderful in Nearwood. But then, something happened. Instead of bringing good and order, Killiman now brought disaster. In the summer, he scorched the land with droughts, and in winter, he covered everything in ice. The timekeepers had to step in. They locked him between worlds, bringing everlasting summer to Nearwood once again. But somehow, he seems to have escaped. What can we do about it? The balance has always been maintained by the magical creatures known as Fixies. They are the only ones who can close a gap between the worlds. But some of the Fixies are missing now, and we cannot close the portal without them. We must find them. They are our only hope. Okay, die Fixies also. Ein Fixie allein reicht nicht aus, um das Portal zu schließen. Ich muss mehr finden. Okay, aber erstmal schnappe ich mir die beiden Snoopsies hier. So, was haben wir hier? An dem Gerät fehlen einige Knöpfe. Ach, das wird bestimmt auch cool. Ein cooles Rätsel. Oh, ich sollte ihm ein Leckerli geben. Snoopsie! So, es geht hier weiter und auch hier weiter. Wir gehen mal erst nach rechts. Everything is locked in ice. Eine Vogelfigur. Ein Snoopsie. Snoopsies im Eis. Aber denen scheint es ja nichts auszumachen. Okay. Gut. Dafür brauchen wir also die Schneeschuhe. Looks like this ship was coming from the Gnome Village. The one by the power plant. We might find valuable equipment inside. If we can make our way in. Ja, das kriegen wir schon hin. Snoopsie! 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 Und was ist das hier? Darin ist etwas, aber diese Bolzen verschließen die Luke. Okay. Der seltsame Roboter ist im Weg. Ich sollte ihn irgendwie aktivieren. Okay. Steuerelement? Was? Ich brauche eine Kette und ein Rad, um den Anker heraufzuziehen. Okay. Steuerelemente? Stupsi! Was für eine Aussicht! Ja. So, Steuerelemente? Hierfür? Was? Merkwürdig? Was soll ich denn jetzt machen? Ah, es fehlen aber noch zwei an dem Gerät. Fehlen einige Knöpfe. Okay. Eine dicke, feste Eiswand. Moment mal. Ob sie auch starken Schwingungen standhält? Mit Hilfe eines Tons solche Schwingungen erzeugen. Gut, aber da wird die Vogelfigur nicht wirklich helfen. Wo habe ich denn vorhin was von der Vogelfigur gelesen? Hier, ne? Ein Hebel? Ein Hebel? Ein Hebel? Für den Roboter? Nee. Wo habe ich denn vorhin was von einem Hebel gelesen? Wir sind jetzt so schnell hier durch. Das ging jetzt alles so fix hier. Hebel. Ah, genau. Hier vorne. Da brauchen wir den Hebel. Wo muss denn der angebracht werden? Da. Und die nächsten Steuerelemente. Und ein Steuerrad. Ach, Quatsch. Hier bin ich jetzt falsch, ne? So. Achso, natürlich erstmal anschauen.
Auf dieses Rätsel bin ich ja gespannt. Bringe die zwei Schiffe mit Hilfe der Pfeile zu ihrem Bestimmungsort neben dem Leuchtturm. Okay, das ist der Leuchtturm. Hier muss das Gelbe hin und da muss das Graue hin. Ah, sowas. Oh Mann. Ja, das ist cool. Kann mich aber auch ziemlich in die Zwickmühle bringen. Ich mache es erstmal so, weil dann habe ich das eine da schon mal fest. Ach nee, ich muss jetzt auch noch ganz nach rechts mit dem Gelben. So. Mies. Das ist mies. Also, Moment. Ah, nee, das... Das geht hier nicht, wenn ich den nach oben setze. Nee, nee, da muss ich ja jetzt wieder nach links. Den einen nach oben. Nee, nee, nee. So einfach geht das hier nicht hier. Ach, Mist. Mann. Also, den setzen wir nochmal nach oben. Ja, nee, das... Nee, das geht hier nicht. Das geht hier nicht. Die müssen beide schon... Wenn die hier runterkommen, die müssen schon relativ so vorbereitet sein, dass das passt. Oh, wie gemein. Ah, der kann auch dahin. Ja, das ist ja wunderbar, aber... Okay, gut. Wir haben den Schneeschuhrahmen. Das... Wie, das war's jetzt hier drin? Lederriemen, okay. Gut. Ah ne, das Steuerrad. Moment. Das Steuerrad. Ja, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass man unten an diesem Leuchtturm vorbeischippern kann. Achso. Ich brauche eine Kette und ein Rad. Achso. Aber du hast doch hier ein Rad. Wahrscheinlich nicht das Steuerrad, ne? Aber gut, dann schauen wir jetzt erstmal, was es hier mit den Schneeschuhen auf sich hat, ob wir die schon herstellen können. Ich sollte ein paar Löcher stechen damit. Sehr gut. Einfach mal aus Tennisschlägern Schuhe gebaut. Es ist an der Zeit, die Schuhe zu binden. Ich könnte eine Nadel gebrauchen hier. Wie lustig. Okay, und jetzt noch hier und dann musst du wahrscheinlich irgendwie die Riemen daran befestigen. Die Schuhe reinstellen und dann die Riemen drüber. Nummer 2 ist das hier. Nummer 3 ist dann die Schere. Ah, natürlich. Klar, und dann die Riemen. Sehr gut. Ach, das war's schon. Schneeschuhe. Okay, können wir hier noch was mitnehmen? Nee. Das geht echt schnell so irgendwie, ne? Man kommt schnell voran. Jetzt noch. Wer weiß, was da gleich noch so auf uns zukommt. Ja, Killiman. Bester Name. Oh. Magnetkompass.
Was für ein seltsames Schloss, wie der Schlüssel wohl aussieht. Okay. Vielleicht finde ich für den Fisch eine Verwendung. Wie könnte ich das Eis schmelzen? Ja, nicht mit den Dingen, die du gerade dabei hast. Ist hier noch ein Snoopsy? Da! Snoopsy auf der Wetterstation. Das ist hier. Eine stabile Kette. Vielleicht kann ich sie mit dem richtigen Werkzeug durchtrennen.